In dieser Woche Nummer 18 werden wir nun unsere Elemente auf dreidimensionale Weise umwandeln. Das heißt, wir werden unsere Elemente in die Tiefe gehen lassen. Im Vergleich zu letzter Woche, da haben wir uns mit zweidimensionalen Umwandlungen beschäftigt. Und egal, welche Art wir angeschaut haben, all diese Arten von Umwandlungen, die haben immer diese Elemente flach auf dem Bildschirm, flach im Browserfenster gelassen. Und wir haben ja gesehen, dass der Browser ist ja ein flaches Objekt, genauso wie der Bildschirm, auf dem der Browser geöffnet ist. Und flache Objekte bestehen ja nur aus einer Breite, die dargestellt wird durch die X-Achse, und eine Höhe, die dargestellt wird durch eine Y-Achse. Und der Browser verwendet diese zwei Achsen, um herauszufinden, wo sich die Elemente auf der Webseite befinden, besser gesagt, wo sich die Ecken von den Elementen auf der Webseite befinden. Alles, was er machen muss hierzu ist, er braucht einen X-Wert, wie weit nach rechts in dem Fall, und dann vertikal einen Y-Wert, wie weit nach unten. Das heißt, diese Ecken können immer bestimmt werden mit einem X und Y, mit einer X- und Y-Koordinate. Und als wir die Elemente letzte Woche umgewandelt haben, sind sie flach geblieben und deswegen alles, was sich schlussendlich hier geändert hat, sind die X- und Y-Koordinaten von den Ecken. Und deswegen haben wir uns in letzter Woche mit zwei Dimensionen beschäftigt. Und die dritte Dimension ist nun die Tiefe, also unsere Z-Achse, wobei die Ecken von den Elementen nur durch einen X, Y und einen Z-Wert bestimmt werden können. Nun, in dieser Woche werden wir jedoch wieder drei von diesen Arten besprechen. Rotation wird wieder dabei sein, wie zum Beispiel es hier der Fall ist. Also wir können rotieren in die Tiefe. Wir können auch Elemente in die Tiefe repositionieren, also translate. Und zwar, indem wir einfach die Elemente näher an uns heranbringen oder entweder weiter entfernen. Und wir können auch unsere Elemente in dieser Woche wieder vergrößern oder verkleinern, aber in dieser Woche auf die Dicke von den Elementen bezogen. Wir haben ja letzte Woche aber gesehen, dass unsere Elemente ja gar keine Dicke haben. Zum Beispiel, wir haben es herausgefunden, als wir unsere Elemente schräg gestellt haben zu 90 Grad. Und sobald die Elemente zu 90 Grad schräg gestellt sind, dann zeigen sie uns ihre Dicke. Und deswegen sind sie komplett flach. Und deswegen waren sie auch dadurch nicht mehr sichtbar. Das heißt, Elemente haben ja gar keine Dicke, aber in dieser Woche werden wir 3D-Objekte erstellen. Und zwar, indem wir mehrere Elemente verwenden. Und sobald dies der Fall ist, dann haben unsere Elemente dann Dicke. Und genau da können wir dann unsere Scale-Z-Funktion dann in dieser Woche dann anwenden. Wir werden in dieser Woche genau gleich vorgehen wie in letzter Woche. Wir werden die einzelnen Arten nacheinander besprechen. Wir gehen zuerst in die Rotation rein und besprechen die einzelnen Funktionen, die Werte hier, die der Transform-Eigenschaft gegeben werden können zuallererst und an dem wir sie auf einfache Elemente anwenden und danach gehen wir dann in eigentliche Beispiele rein. Danach gehen wir in Translate und hier werden wir sehen, dass wir mit Translate, also Repositionierung, dass wir auf der Z-Achse nicht wirklich, macht keinen Sinn, nur zu repositionieren. Hier werden wir Rotation und Repositionierung gleichzeitig anwenden, was uns dann dazu führt, dass wir schlussendlich 3D-Objekte erstellen können. Also das wird der Hauptkern in diesem Teil von dieser Woche sein. Und dann als letztes, wenn wir dann diese 3D-Objekte erstellt haben, dann haben sie ja eine Dicke und dann gehen wir in Scale rein und können dann deren Dicke genauso vergrößern oder verkleinern. Und zu guter Letzt gehen wir noch einmal, schauen wir uns genau gleich wie in letzter Woche noch einmal eine Matrix an, weil der Browser wandelt ja alles um in eine Matrix. Schauen wir da noch mal ganz kurz drüber am Ende von dieser Woche. Transform Origin wird auch wieder ein großer Teil von dieser Woche sein. Also in allen Beispielen fast werden wir Transform Origin anwenden. Deswegen noch mal ganz kurz will ich drüber gehen. Und zwar mit Transform Origin definieren wir ja einen Punkt in Bezug auf das Element, wo das Element immer fix sein soll an dieser einen Stelle. Also momentan ist der Punkt hier unten, links unten. Und hier das Element rotiert, alle anderen Punkte, alle anderen Pixel in diesem Element ändern sich. Aber dieser eine Punkt, dieses eine Pixel hier ändert sich nicht durchgehend durch den ganzen Umwandlungsprozess hindurch. Er bleibt immer an der gleichen Stelle. Und da Elemente ja auch flache Objekte sind, haben sie ja auch nur eine Breite und eine Höhe.
Und unser Nullpunkt ist hier oben links vom Element, weil die Höhe kommt immer von oben und die Breite von links. Das heißt, hier wollen wir diesen Punkt definieren als Fixpunkt. Dann sind die Koordinaten hier für 0, 0, für x und y Koordinaten, weil hier oben ja 0, 0 ist, keine Breite, keine Höhe. Und zum Beispiel nehmen wir diesen Punkt, dann können wir 100% auf der x-Achse, bezieht sich aufs Element selber, und 100% für die y-Achse verwenden. Das gibt uns dann schlussendlich diesen Punkt. Oder wir können diese englischen Schlüsselwörter verwenden, genauso. Also right bottom würde uns genauso diesen Punkt hier geben. Bevor wir jetzt allerdings anfangen, über diese weiteren Funktionen drüber zu gehen, diese 3D-Funktionen für die Transform-Eigenschaft, werden wir uns zuallererst mit vier anderen Eigenschaften beschäftigen. Und das ist zum einen Backface Visibility, Transform Style. Diese zwei Eigenschaften besprechen wir allein nur, damit wir nicht mehr zurückgehen müssen, um irgendetwas zu besprechen, sondern wir können direkt dann in alle Beispiele reingehen, ohne noch etwas, ja, einmal nochmal besprechen zu müssen. Und Perspective und Perspective Origin, mit denen müssen wir sowieso anfangen, weil alles basiert, alle 3D-Effekte basieren auf diesen beiden Eigenschaften. Und deswegen fangen wir mit diesen beiden an, weil wir haben ja gerade nochmal wiederholt, dass der Browser ja nur ein flaches Objekt ist. Er hat ja nur eine Breite und eine Höhe. Er hat ja gar keine Tiefe. Demzufolge basiert alles auf Berechnungen, die der Browser macht, wie das Element aussehen würde, wäre im Browser Tiefe vorhanden. Das allerdings ist beeinflusst durch zwei Dinge, und zwar einmal, aus welcher Distanz wir das Element betrachten. Wenn wir näher am Element dran sind, dann sieht es anders aus, wie wenn wir weiter entfernt sind. Und es kommt auch darauf an, von welchem Blickwinkel wir es aus betrachten. Wenn unsere Augen uns hier befinden, wird das Element schlussendlich anders aussehen, als wenn wir uns hier oder irgendwo anders befinden würden. Das heißt, das sind genau diese zwei Eigenschaften, mit der wir das definieren. Der Browser braucht Werte für diese beiden Eigenschaften, um zuallererst einmal dann definieren, berechnen zu können, wie das Element aussieht, wenn Tiefe im Browser vorhanden wäre. Also die Distanz, die Perspective und der Blickwinkel, das wir zum Element haben, Perspective, Origin, Ursprung. Und deswegen schauen wir uns jetzt die zwei beiden an, wie wir die definieren in Form von Werten. Weil die Perspective Origin, die hat bereits automatische Werte, mit der der Browser die Berechnung durchführen kann. Und diese Werte sind genau gleich wie bei Transform Origin. Sie beziehen sich aufs Element. Und Elemente sind flache Objekte, also ein X- und Y-Wert. Wir bestimmen hier einen Punkt, von dem aus wir das Element betrachten. Der kann auch außerhalb liegen. Und hier wiederum können wir auch diese englischen Schlüsselwörter verwenden. Right bottom oder right top und solche Dinge. Genau gleich wie bei Transform Origin. Aber der Punkt hier ist, dass der Browser, dass hier schon automatische Werte sind, ob wir Nutzen ziehen aus dieser Eigenschaft oder nicht. Wenn wir nicht Nutzen ziehen, dann werden automatisch diese beiden Werte verwendet. Das heißt, wir schauen das Element genau im Zentrum aus an. Und dadurch, der Browser kann diese Werte verwenden, um die Berechnung zu machen. Allerdings die Distanz, aus welcher wir das Element betrachten, die Perspective-Eigenschaft, die hat einen Default-Wert von None. Und None ist genau der Wert, mit dem der Browser nicht arbeiten kann. Er kann die Berechnung nicht zu Ende führen und demzufolge kann er momentan auch nicht unsere Elemente in die Tiefe gehen lassen. Geben wir ihm gerade mal dieser orangenen Box eine Rotation, und zwar eine Rotation, wie es genau hier der Fall ist, also in die Tiefe eine Rotation. Mit der Rotate-Y-Funktion, die wir gleich kennenlernen werden, 30 Grad. Und das war das falsche Element, und zwar genau hier, 30 Grad in die DEG, Degrees. Und sobald dies der Fall ist, das Element hat versucht, in die Tiefe zu gehen, aber es konnte nicht. Alles, was sich ändern konnte, sind die X- und Y-Koordinaten vom Element. Also es hat sich ein bisschen verkleinert momentan. Aber es wollte, aber es konnte nicht in die Tiefe, weil der Browser momentan noch nicht fähig ist, die Berechnung durchzuführen, wie denn das Element aussehen soll, wäre Tiefe im Browser vorhanden. Und deswegen bleibt das Element momentan flach innerhalb seines Elternelements, welches die Box ist mit der gestrichelten Umrandung hier.
Und es kann demzufolge auch das Elternelement nicht überkreuzen, überschreiten. Es bleibt einfach flach darin. Und zwar dieser Wert hier muss erst geändert werden, damit der Browser jetzt hier dann schlussendlich ausführen kann, komplett ausführen kann seine Berechnung. Also die Distanz, aus welcher wir das Element betrachten, muss definiert werden, in dem Fall 300 Pixel. Und sobald wir das gemacht haben, nun hat der Browser die Werte für die Distanz, aus welcher wir das Element betrachten, und auch den Blickwinkel, was ja schon automatische Werte hat. Und basierend auf diesen zwei Eigenschaften, auf diesen zwei Informationen, kann der Browser dann diese Berechnung durchführen, auch selbst wenn überhaupt gar keine Tiefe im Browser vorhanden ist. Nun, dieser Wert für die Perspective-Eigenschaft, der kann nur positiv sein. Also wir können hier keinen negativen Wert verwenden, weil wir können ja etwas nicht aus einer negativen Distanz aus betrachten. Das würde heißen, dass das Element in unserem Fall sich hinter uns befindet und wir hinter unserem Kopf Augen hätten. Also ein negativer Wert macht hier keinen Sinn. Genauso wenig, was verwendet werden kann, sind relative Werte. Wie zum Beispiel Prozent. Relativ, weil die beziehen sich ja immer auf etwas. Sie sind relativ zu etwas. Und in dem Fall sind sie relativ zu der Tiefe, die es ja gar nicht gibt im Browser. Aber diese nicht vorhandene Tiefe wird angesehen als unendlich. Und deswegen 300% oder 20% oder irgendein Prozentwert zu unendlich ergibt keinen Wert. Und deswegen können hier relative Werte nicht verwendet werden, sondern nur sogenannte absolute oder fixe Werte, wie zum Beispiel Pixel oder Viewport Width haben wir bereits kennengelernt, Viewport Height etc. Und wir nehmen jetzt einfach Pixel. Nun, umso größer dieser Wert ist, umso weiter entfernt befinden wir uns demzufolge vom Element, in dem Fall 800 Pixel. Und es ist genau wie im richtigen Leben, desto weiter wir entfernt von etwas uns befinden, desto kleiner wird der Effekt, den wir wahrnehmen. Und deswegen, also umso kleiner gehen wir auf 200 Pixel, desto stärker schlussendlich wird der Effekt, desto näher wir uns am Element dann schlussendlich befinden. Jetzt schauen wir uns gerade diese zwei Eigenschaften an, weil diese werden nämlich aufs Elternteil angewandt. Und zwar momentan ist gerade auf die gestrichelte Box, in der sich diese orangene Box befindet, die wir eigentlich auf dreidimensionale Weise gerade umgewandelt haben. Und der Grund, warum diese Eigenschaften aufs Elternteil angewandt werden, werden wir jetzt gerade herausfinden, wenn wir uns das nächste Beispiel hier anschauen, in dem zwei gelbe Boxen sich innerhalb einer gemeinsamen Containerbox befinden. Und zwar, das ist einfach oft der Fall, dass wir es so wollen, dass wir nicht nur ein einzelnes Element, sondern mehrere Elemente, die sollen in der Containerbox im Elternteil, die sollen einen bestimmten Blickwinkel und eine Distanz, aus welcher die Elemente betrachtet werden, die sollen gemeinsam sein. Und der Grund kommt jetzt gleich, wenn wir es einfach anwenden, weil die werden dann schlussendlich anders aussehen. Also geben wir jetzt gerade hier dieser gestrichelten Box, in der die beiden gelben Boxen drin sind, eine Perspektive, eine Distanz, damit der Browser es berechnen kann, wie die Elemente aussehen würden, wenn Tiefe vorhanden wäre, und rotieren wir sie gerade auch um 30 Grad in die Tiefe. Und hier sehen wir betrachten momentan die Elternbox, wo der Blickwinkel angegeben wird, Perspective Origin, der ist ja automatisch 50-50, das heißt horizontal 50, vertikal 50. Unsere Augen schauen direkt momentan hierher. Und weil sich ein Element weiter links befindet, eins weiter rechts, sehen sie momentan anders aus. Weil würden sie gleich aussehen, wären sie immer parallel zueinander. Und das ist nicht die realistische Ansicht, die wir haben von dieser Welt. Schauen wir uns deswegen gerade diese Gleise an. Und jedes Gleis hier besteht eben aus zwei Teilen, einmal der linke und einmal der rechte Teil. Und wenn wir nun diese Gleise verfolgen, weiter in die Distanz, die bleiben nicht parallel zueinander, sondern in einem Punkt irgendwo in der Ferne, sieht es so aus, als wenn sie sich kreuzen würden, als wenn sie zusammenführen würden. Und das ist genau der Fall hier momentan. Hätten beide Boxen hier das gleiche Aussehen, dann wären sie immer parallel zueinander. Schauen wir uns gerade die Boxen von einer Perspektive, von einem Punkt aus hier an. Also wir können hier für die Perspective Origin natürlich auch negative Werte verwenden. Also wir stehen jetzt ungefähr hier mit unseren Augen und aus der Perspektive betrachten wir sie. Und hier sehen wir, dass die Elemente genauso, so weiter sie in die Distanz gehen, werden sie irgendwann zusammenführen. Das ist genau die realistische Ansicht einfach, die wir haben von dieser Welt. Und deswegen
wenn wir wirklich mehrere Elemente einen gemeinsamen Blickwinkel und eine Distanz geben, aus der wir sie betrachten, dann müssen sie schlussendlich anders aussehen. Und deswegen wird die Perspektiveigenschaft, die Distanz und Perspective Origin, der Blickwinkel, immer auf die Containerbox angewandt, wenn wir wirklich es mit mehreren Elementen zu tun haben, die auf eine dreidimensionale Weise umgewandelt werden. Allerdings gibt es diese Perspektive, können wir auch definieren, die Distanz, aus welcher wir das Element betrachten, können wir auch definieren auf ein einzelnes Element, indem wir die Perspektive-Funktion nehmen, und zwar direkt auf dem Element, das wir auf dreidimensionale Weise umwandeln. Also die Möglichkeit besteht auch, aber die wird nur angewandt, wenn wir es wirklich mit einem einzigen Element zu tun haben, wo wir auch den Blickwinkel, wo wir keine Relevanz für den Blickwinkel haben, weil sobald wir die Distanz aufs Element selber angeben, können wir den Blickwinkel auch nicht mehr ändern. Ich ändere es jetzt gerade mal zu 300 Pixel auf diese orangene Box hier, die wir hier haben. Und die hat sich jetzt auch geändert. Also wir können auch die Distanz bestimmen. Hier allein mit dieser Funktion für die Transform-Eigenschaft gleichzeitig mit dem Element selber, das dann auch gleichzeitig hier umgewandelt wird. Denn die Perspective Origin, wenn wir hier diesen Wert ändern nun, es hat nicht mehr wirklich einen Effekt. Ja, momentan hat es natürlich noch einen Effekt, weil ich hier noch die Perspective auf dem Elternteil angegeben habe. Aber sie hat wirklich keinen Effekt, sobald wir nun jetzt hier diese Werte ändern, dann sehen wir, dass es keine Auswirkung mehr hat auf das Element selber. Und zwar, also wir wenden es wirklich nur an, wenn wir ein einzelnes Element umwandeln, wo wir wirklich keinen Nutzen ziehen aus dem Blickwinkel, wo es keine Relevanz hat. Also das wäre zum Beispiel der Fall, wenn wir eine bestimmte Form erstellen wollen, zum Beispiel, um nur aus dem reinen Sinn, um diese Form dann eine bestimmte Form zu erreichen, damit wir sie zum Beispiel auf ein Element platzieren können, für den Zweck, damit wir einen Schatten darstellen können auf einem Element, dass es so aussieht, als wenn es ein bisschen ein 3D-Effekt hat. Wie zum Beispiel hier, wir wissen ja, wie man so einen Mond erstellt, ist ja einfach nur ein Kreis und transparent, die Hintergrundfarbe ist transparent, aber der Rand, der von links kommt, ist in Farbe gemacht worden, was uns schlussendlich dann so eine Form gibt. Nun würden wir jetzt hier zum Beispiel, ich habe es jetzt hier schon, dann dieses rotieren, dann würde sich die Form ändern, und das ist manchmal, was wir brauchen. Wenn wir wirklich Formen auf was anderes setzen, wir brauchen eine bestimmte Form, müssen sie ein bisschen umwandeln. Also in solchen Fällen würde es Sinn machen, weil hier haben wir wirklich keinen Bezug, keinen Sinn, keinen Zweck für diesen Blickwinkel, und wir arbeiten nur in dem Fall mit einem einzelnen Element, das wir wirklich rein nur umwandeln so einem Grund, wo wir keinen Sinn haben für einen Blickwinkel, eine Blickwinkeländerung, und wir nur mit einem einzelnen Element es zu tun haben. Also das ist die Perspective-Eigenschaft, aber in dieser Woche werden wir wirklich nur mit Perspective Origin arbeiten und der Perspective-Eigenschaft mit beiden und nicht mit dieser Funktion, weil wir haben es in der Regel immer mit mehreren Elementen zu tun, die gemeinsam einen Blickwinkel teilen und eine Distanz, aus der sie betrachtet werden. Jetzt habe ich noch einen Kommentar, und zwar noch einmal zu Perspective Origin. Hier definieren wir mit den Werten den Blickwinkel, aber gleichzeitig ist das auch eigentlich der Punkt, an dem die Elemente verschwinden. Also es ist zweideutig, hat zwei Bedeutungen, und deswegen schauen wir gerade nochmal diese Gleise hier an. Wenn ich jetzt diese Gleise ins Unendliche ziehe, nochmal ein paar Linien ziehe, dass die Gleise ins Unendliche gehen, dann sehen wir hier genau an diesem Punkt, wo die Dinge ins Unendliche gehen, da werden sie dann schlussendlich auch verschwinden. Und das bezieht sich auf alle 3D, auf alle schräg gestellten Objekte, die sich hier drin befinden, weil Bilder sind ja nur 2D. Sie haben ja nur eine Breite und eine Höhe. Es gibt ja gar keine Tiefe. Es ist ja alles nur schräg gestellt schlussendlich hier. Und hier sehen wir es auch, also wenn wir dieses 3D-Objekt hier zu Ende bringen, alles trifft sich schlussendlich in einem Punkt. Und das ist nicht nur der Blickwinkel, wo unsere Augen sich hinschauen momentan, also in dem Fall die Linse, vom Fotoapparat, wo dieses Foto gemacht wurde, sondern gleichzeitig auch der Verschwindungspunkt, wo alles schlussendlich verschwindet.
Also in dem Fall Perspective Origin, die Werte, die hier verwendet werden, dann in dem Fall ist es auf der X-Achse ungefähr vielleicht 30% und Y vielleicht 5% runter. Das heißt, die Person, die dieses Bild gemacht hat, die stand genau hier und wahrscheinlich auf einer Brücke und hatte genau die Höhe, dass die Augen oder die Linse vom Apparat genau hier hergeblitzt hat, dann das Foto erstellt hat. Also das ist die Perspective Origin. Und das Gleiche können wir hier auch sehen, sobald wir es mit größeren 3D-Objekten hier zu tun haben. Wenn ich jetzt diese Linie nochmal hier auch ins Unendliche ziehe, hier können wir immer schlussendlich herausfinden, wenn die Elemente ins Unendliche gehen würden, dann würden sie genau an diesem Punkt verschwinden. Und das ist gleichzeitig auch der Blickwinkel, aus dem wir das Element betrachten. Das heißt, wir stehen momentan hier und wir haben eine Höhe, sodass unsere Augen direkt hierher schauen. Also das ist Perspective Origin. Jetzt gehen wir weiter und zwar noch in zwei weitere Eigenschaften. Zuallererst einmal Transform Style. Und zwar, das wird immer relevant, sobald wir ein Elternteil umwandeln in drei Dimensionen und gleichzeitig auch eines seiner Kinder. Und deswegen wandeln wir gerade mal diese orangene Box hier um. Die ist ein Kind von der gestrichelten Box, der ich hier einen gestrichelten Rand gegeben habe. Und genau hier, also ich wandle sie jetzt gerade hier kurz um und na, die gestrichelte Box, dieses Elternteil, muss natürlich die Perspective bekommen. Weil Perspective wird ja immer aufs Elternteil angewandt, bevor überhaupt innerhalb da drin ein Kind auf dreidimensionale Weise umgewandelt wird. Und jetzt schauen wir gerade an, also wir haben jetzt den gleichen Effekt eigentlich wie hier oben, aber jetzt kommt der Punkt dieser Eigenschaft Transform Style. Weil die Kinder davon, die sind ja immer betroffen von der Umwandlung genauso. Genau gleich wie in 2D. Und wenn wir jetzt dieses Element hier auf zweidimensionale Weise umwandeln, dann bleibt es ja immer noch flach auf der orangenen Box. Weil zweidimensionale Umwandlungen sind ja nur flache Umwandlungen. Und jetzt dreidimensional würden wir jetzt aber eine dreidimensionale Umwandlung dieser grünen Box geben. Dann müssen wir dem Browser sagen, hey, du sollst deine Berechnung hier weiterführen, weil momentan, sobald wir es anwenden, bleibt das Element nämlich immer noch flach auf dem Elternteil. Es ist genau das gleiche, wie wir es hatten bei der Perspektive, bei der Distanz. Wenn wir die nicht angeben, dann ändert sich wie momentan hier nur die Breite. Es wollte in die Tiefe, die X- und Y-Koordinaten haben sich geändert, aber es konnte nicht in die Tiefe, die Z-Koordinate konnte nicht bestimmt werden, weil der Browser momentan nicht weiterrechnet, dass auch Kinder seine eigene 3D-Welt haben sollen. Und das wird hier definiert durch die Transform Style-Eigenschaft, dessen Wert automatisch flach ist, also flat. Genau das, was wir momentan hier sehen. Sein Kind, das wir dreidimensional hier umwandeln wollten, bleibt flach auf dem Elternteil. Und hier müssen wir dem Browser sagen, hey, er soll diesen 3D-Effekt auch für die Kinder soll er beibehalten. Und sobald wir diesen Wert hier geändert haben, dann bekommen auch die Kinder ihren eigenen 3D-Raum, in dem sie arbeiten, sich umwandeln können. Und dann erhalten wir diesen Effekt. Also um dem Browser nicht unnötige Berechnungen aufzuzwingen, deswegen ist dieser Wert hier flach automatisch. Und wir müssen es explizit definieren. Hey, für die Kinder sollst du diese Berechnungen nun auch durchführen. So, diese Transform Style Eigenschaft, die wird immer aufs Elternteil angewandt, das umgewandelt wird in 3D. Also bevor die Kinder dann kommen, wo sie umgewandelt werden. Also hier sagen wir dann, hey, für die Kinder beibehalte diesen 3D-Effekt, diesen 3D-Raum. Also Transform Style aufs Elternteil von der 3D-Umwandlung und Perspective und Perspective Origin kommen immer aufs äußere Elternteil, bevor irgendein Kind umgewandelt wird. Also immer aufs Äußere. Jetzt kommt noch eine Eigenschaft und die wird direkt aufs Element angewendet, das umgewandelt wird. Und hier definieren wir, ob die Rückseite von dem Element sichtbar sein soll, sobald die Rückseite in unsere Richtung zeigt. Also Rückseite, Backface, Visibility, Sichtbarkeit. Rückseiten, Sichtbarkeit. Und wann ist es der Fall, dass ein Element die Rückseite zu uns her zeigt? Natürlich, sobald wir es rotieren, größer wie 90 Grad. Also ich gebe ihm jetzt gerade hier einmal eine Rotation von 160 und sobald er 90 Grad überschreitet, zeigt er uns die Rückseite. Und hier können wir definieren nun, indem wir es direkt aufs Element anwenden, diese Eigenschaft, ob sie sichtbar sein sollen, was der automatische Wert ist, visible, und den können wir hier ändern auf hidden, also es soll versteckt sein, sobald die Rückseite, also bei 90 Grad, ab dann wird das Element nicht mehr sichtbar sein.
Jetzt kommen noch zwei Dinge, und zwar die haben zu tun mit Cross-Browser, also mit der Cross-Browser-Problemen, die existieren hier. Und zwar zum einen ist es bei Transform Style. Und zwar, das wird nicht unterstützt von Internet Explorer 11. Ein ganz, ganz schade, eine ganz schade ist das, weil wirklich, wir werden so gut wie immer ist diese Preserve 3D Wert brauchen wir in so gut wie allen Beispielen, über die wir heute auch drüber gehen werden. Der ist einfach nur mehr als sinnvoll und mehr als nötig. Und also die Leute, die einen Internet Explorer verwenden mit der Version 11 noch, die werden demzufolge keinen Effekt haben für die Kinder von Elementen, die auch umgewandelt werden. Der Edge-Browser unterstützt und alle anderen Browser auch. Und jetzt kommt noch in Form von Backface Visibility, ist aber kein größeres Problem, weil Safari Transform generell und diese Eigenschaften, also so alt sind die noch nicht und die waren noch gut lang in der Testphase, ist noch nicht so lang her, dass diese Prefixes entfernt wurden, aber Safari hat sie momentan noch nicht entfernt. Das heißt, für Safari müssen wir noch separat kurz Code schreiben bei Backface Visibility. Und zwar mit dem Prefix noch. Das ist das Einzigste, was er momentan noch versteht. Aber mit Sicherheit oder relativ sicher, sobald die meisten dieses Video hier anschauen, in der Zeit wird das, hat sich das erledigt. Ich denke, dass das relativ in einer der nächsten Versionen wird auch dieser Prefix hier, WebKit, wird entfernt werden. Und dann können auch, verwenden auch Safari-Browser. Nur noch diese Backface Visibility kann dann angewendet werden, ohne Prefix. Jetzt gehen wir rein und zwar in die Rotation. Und zwar genau hier in unsere erste Art von Umwandlung. Wir wollen nun unsere Elemente auf dreidimensionale Weise rotieren. Und wir gehen zuallererst einmal nochmal in diese Rotation um die Z-Achse herum. Warum ist es eigentlich nochmal die Z-Achse? Weil hier diese Rotation wie ein Propeller ist ja eine zweidimensionale Umwandlung. Alles, was sich hier ändert, das Element bleibt flach und demzufolge ändern sich hier nur die X- und Y-Koordinaten für die Ecken von dem Element. Aber noch gehen wir nochmal einmal ganz kurz drüber. Hier ist ja unsere X-Achse, unsere horizontale, hier unsere vertikale Y-Achse. Und die Z-Achse, die geht wirklich direkt in die Tiefe an diesem roten Punkt. Aber dadurch, dass sie direkt in die Tiefe hier geht, kann sie nicht so nicht gezeichnet werden und auch nicht demzufolge gesehen werden dann schlussendlich. Deswegen ist es einfach nur üblich, diese Z-Achse etwas abgesetzt zu zeichnen, aber sie geht wirklich direkt in die Tiefe an diesem roten Punkt. Und wenn wir dann um die Z-Achse uns rumrotieren, direkt, wenn sie hier in die Tiefe geht, dann rotieren wir wie ein Propeller und demzufolge ist die Rotation um die Z-Achse eine zweidimensionale Rotation. Im Vergleich, wenn wir uns um die X-Achse rumrotieren oder um die Y-Achse, haben wir schlussendlich eine dreidimensionale Rotation. Wir gehen in die Tiefe. Schauen wir uns jetzt die Rotation um die X-Achse an, was die positiven und negativen Werte sind. Momentan ist es positiv, 30 Grad, was ich hier angegeben habe für die Rotate X-Funktion. Und positive Werte lassen das Element nach hinten kippen. Und demzufolge negative Werte lassen das Element in unsere Richtung kippen nach vorne. Und mit der Y-Rotation haben wir genau das gleiche Muster wie immer. Wir wissen ja, die Left-Eigenschaft oder Margin Left zum Beispiel mit einem positiven Wert geht ja immer dann alles nach rechts wird gesendet und wenn wir negative Werte verwenden, geht alles nach links. Momentan hier genauso, Rotation um die Y-Achse mit einem positiven Wert rotiert nach rechts, mit einem negativen Wert rotieren wir dann das Element nach links. Was wir hier auch anwenden können, hier ist, wir können simultan alle Achsen gleichzeitig rotieren lassen vom Element, indem wir die Rotation Rotate 3D-Funktion aufrufen. Die macht allerdings nur Sinn, wenn wir wirklich die Rotation gleichzeitig auf mehreren Achsen machen wollen, mit einem gleichen Wert, Gradwert. Zum Beispiel 30 Grad, das ist genau der vierte Wert, der hier angegeben werden muss. Und die ersten drei Werte sind in alphabetischer Reihenfolge die X-Rotation, Y und die Z-Rotation. Momentan, wenn ich die Seite lade, passiert noch nichts, weil die Werte hier 0 sind. Das heißt, nichts passiert. Können jetzt hier auf 1 ändern. Das ist die X-Rotation. Demzufolge ist es 1 steht für positiv, 30 Grad.
Es fällt nach hinten. Wir können hier allerdings auch negativ 1 verwenden. Und das sagt dann, hey, einmal negativ diese 30 Grad. Und sobald wir das machen, verläuft es nach vorne. Wir könnten natürlich hier dies auch 1 lassen und hier negative Werte verwenden. Würde auch funktionieren. Und hier können wir nun für die X- und Y-Achse in dem Fall zum Beispiel gleichzeitig rotieren. Und wir können auch die Z-Achse noch hinzufügen oder negativ 1 verwenden. Und dann können wir hier Dinge simultan machen. Aber andere Werte wie 1 können zwar verwendet werden, aber die beziehen sich auf die Gleichzeitigkeit und nicht, das bedeutet jetzt nicht, dass auf der Z-Achse nur 15 Grad gemacht werden, sondern es bezieht sich auf die Gleichzeitigkeit, wie gleichzeitig Dinge passieren sollen. Schauen wir uns deshalb gerade kurz die andere Möglichkeit an, die wir hier eigentlich haben. Wir können ja unsere Transform-Eigenschaft einfach mit mehreren Werten verwenden. Mehrere Funktionen, einmal Rotate X, Rotate Y und Rotate Z. Und in dem Fall passieren aber Dinge eins nach dem anderen. Also der Browser definiert die Endposition, die dann das Element haben wird, indem er zuerst das Element auf der X-Achse rotiert. Und dann von diesem Aussehen, von dieser Rotation an, rotiert er dann auf der Y. Und dann, wenn er da fertig ist, rotiert er auf der Z-Achse. Und das definiert schlussendlich dann die Endposition im Vergleich hier. Hier passieren Dinge simultan. Für jedes bisschen auf der X-Achse wird ein bisschen Rotation auf der Y und Z-Achse passieren. Das heißt, momentan rotiert so, aber jetzt passiert ein unterschiedliches Resultat mit diesem Wert hier. Jetzt noch zwei Kommentare, und zwar generelle zu Rotation. Einmal noch, wir sehen hier ja diese gezackten Ecken. Wir haben es letzte Woche schon besprochen, solche gezackten Ecken passieren momentan nur noch in Firefox. Die anderen Browser haben es bereits entfernt. Und zwar, wir können es manuell entfernen, indem wir diese gezackten Ecken einfach abdecken, damit wir sie wieder geschmeidig haben, unsere Seiten. Und zwar, alles was wir machen müssen, ist eine Outline setzen. Outline ist ja immer diese Umrandung außerhalb der Containerbox. Und die deckt dann schlussendlich diesen Rand ab. Wir machen die Umrandung transparent. Also ein Pixel, transparent, solide, ein Pixel muss die Outline sein. Und dann deckt sie diese gezackten Ecken, die entstehen bei der Rotation im Firefox-Browser ab. Wahrscheinlich etwas, mit dem wir uns gar nicht mehr beschäftigen müssen, in dem Zeitpunkt, wenn wir das Video schauen. Da wird das wahrscheinlich hoffentlich schon bereinigt sein im Firefox-Browser genauso. Jetzt noch ein Kommentar, und zwar zu Rotation, X-Achse und Y-Achse, wenn wir hier die Transform Origin ändern. Momentan passiert alles vom Zentrum aus, ist ja immer der automatische Wert 50%, 50%. Aber wir können hier, und zwar diesen Wert natürlich auch ändern, aber dieser Wert, und deswegen gehen wir gerade drüber, sobald ich jetzt hier auf der X-Achse den Wert X0, den X-Wert auf 50 lasse und den Y-Wert auf 0 setze, da sehen wir dann, dass die obere Seite immer dran bleibt an die komplette obere Seite. Das heißt, in dem Fall spielt der X-Wert überhaupt keine Rolle mehr. Das Wichtigste ist, wenn wir wirklich das Element oben an der Seite lassen wollen, ist demzufolge der Y-Wert, dass der 0 ist. Und hier ist es egal, wir können hier auf 0% gehen oder irgendwas, es wird immer oben sein, diese Seite. Also hier spielt es dann keine Rolle, also es ist bei Rotation auf der X-Achse betrifft es entweder oben oder unten und bei der Rotation auf der Y-Achse betrifft es entweder links oder rechts. Das heißt, gehen wir kurz nach rechts oder rechts in dem Fall. Das heißt rechts, das Wichtigste ist, dass wir rechts sind bei 100% auf der X-Wert 100 demzufolge. Der Y-Wert in dem Fall spielt keine Rolle mehr, weil das ganze Element wird ja hier dann eben auf der Seite sein. Also wir können hier auch 10% verwenden oder irgendwas. Es wird ja immer angehängt sein, genau an dieser Stelle. Jetzt gehen wir rein, und zwar in unsere ersten Beispiele. Das erste Beispiel, über das wir drüber gehen wollen, ist das Beispiel auf dieser Seite. Wenn die Maus über das Element fährt, dann soll es sich umdrehen, und zwar also um 180 Grad drehen, und dann soll auf der Rückseite soll dann noch Inhalt kommen. In dem Fall, wenn wir uns die Rotation nochmal betrachten, es rotiert nach rechts. Und nach rechts und links demzufolge, das ist die Y-Rotation. Und wenn es nach rechts geht, ist es ein positiver Wert. Und mit dem werden wir auch arbeiten, aber wir werden gleich sehen, es spielt keine Rolle, ob wir links gehen, rechts oder selbst ob wir es auf der X-Achse machen, also umdrehen, nach hinten fallen lassen oder zu uns hinfallen lassen, das Element. Es basiert alles auf der gleichen Logik, wie wir schlussendlich diesen Effekt erreichen werden. Schauen wir uns gerade den HTML-Code an, mit dem wir uns hier beschäftigen.
Und zwar, hier haben wir es mit einer Vorderseite zu tun, mit einem Element, das die Vorderseite repräsentiert, weil wir können natürlich einem Element nicht sagen, hey, der Teil soll jetzt auf die Rückseite geschrieben werden. Wir können dies natürlich nur indirekt erreichen. Wir brauchen also zwei Elemente. Eines repräsentiert die Vorderseite und das andere die Rückseite. Und was immer zusammengehört, ist in seiner eigenen Containerbox, die wir auch brauchen, weil wenn die Containerbox dann über die drüber gefahren wird mit der Maus, dann sollen die beiden sich dann schlussendlich rotieren, und zwar um 180 Grad. Und diese Elterncontainerbox ist die mit dem gestrichelt, der ich einen gestrichelten Rand hier gegeben habe. Und die beiden Boxen befinden sich übereinander, also Position absolut, sie wurden aus dem Fluss genommen. Dem Elternbox, der habe ich eigentlich die Höhe gegeben und Breite in Pixel, denen nur in Prozent, und damit sich die prozentualen Werte aufs Elternteil beziehen, habe ich die Elternteil aus den relativen Punkt gemacht, also Position Relative, wie wir es ja schon oft gesehen haben. Schauen wir jetzt gerade den CSS-Code an. Das ist das Elternteil mit der Breite und Höhe, Position Relative. Dann beide Kinder, die Vorder- und Rückseite, Breite und Höhe von 100%, bezieht sich aufs Elternteil, das ja der relative Punkt ist, und beide sind aus dem Fluss übereinander platziert. Und was wir jetzt machen wollen, wenn die Maus über dem Elternelement fährt, dann soll die Vorderseite, soll sich dann rotieren um 180 Grad. Konzentrieren wir uns gerade auf die Vorderseite, die sich unterhalb von dieser gelben Box befindet. Also unsere rote Box repräsentiert die Vorderseite. Und sobald die Maus übers Elternbox fährt, soll sich die Vorderseite nun, und zwar nach rechts positiv auf der Y-Achse, um 180 Grad rotieren. Und das wollen wir, dass es über Zeit passiert natürlich, nicht von einem Moment auf den anderen. Also geben wir gleich beiden der Vorder- und Rückseite, die schlussendlich sich rotieren werden, geben wir der eine Transition. Sobald sich die CSS-Werte für die beiden Elemente ändern, passiert dies über Zeit für die Werte, die sich ändern werden. In dem Fall ist es der Wert für die Transform-Eigenschaft, sobald die Maus darüber fährt. Nun, momentan erhalten wir bereits einen Effekt, und der sieht schon mal eigentlich ganz okay aus, und das ist genau der Effekt, der hier verwendet wurde. Allerdings ist das kein 3D-Effekt, weil der Browser ist momentan noch nicht fähig zu berechnen, wie das Element aussehen würde, wäre Tiefe im Browser vorhanden. Das Element bleibt flach in seinem Elternteil, es kann das Elternteil auch nicht überschreiten. Wir müssen natürlich zuerst, damit der Browser die Berechnung durchführen kann, den Wert für die Perspektive ändern, und die Perspektive wird natürlich auf dem Elternteil angewandt. Und wir sagen jetzt mal, wir wollen, dass das Element so aussieht, als wenn wir 500 Pixel uns entfernt von diesem Element befinden. Und sobald wir das nun angegeben haben, dann kann der Browser nun diese Berechnung durchführen. Das ist unser erster Teil. Jetzt kommt noch die Rückseite. Also ich kommentiere gerade die Vorderseite aus. Arbeiten wir nur mit unserem gelben Element jetzt. Nun, das gelbe Element, das ist ja schon die Rückseite, und das soll die Rückseite sein von Anfang an, bevor überhaupt die Maus über das Elternteil fährt. Das heißt, wir werden jetzt dieses Element schon bereits rotieren um 180 Grad, damit es von vorne hinweg die Rückseite ist. Und dann, wenn die Maus über das Elternteil fährt, dann soll es von 180 Grad weiter rotieren, noch zu Ende rotieren, wieder nach vorne, also zu 360 Grad, seine komplette Rotation dann schlussendlich beenden. Und sobald die Maus nun darüber fährt, dann kommt sie von seiner Rückseite, dann kommt sie zu seiner Vorderseite. Und jetzt holen wir noch das andere Element rein, und das sollte schlussendlich ja schon unser Effekt geben. Eins müssen wir allerdings noch beachten, weil beide Elemente sind aus dem Fluss genommen, Position absolut, und ich habe momentan keine Z-Index-Werte ausgehändigt an die beiden Elemente. Und wenn wir keine aushändigen, dann haben sie den gleichen Z-Index-Wert. Und wenn sie den gleichen haben, ist automatisch immer der letztere, der sich im Code, im HTML-Code befindet, ist immer vorne. In dem Fall ist es die Rückseite, und die Vorderseite ist gar nicht wirklich sichtbar. Aber die Lösung ist auch nicht wirklich, Z-Index-Werte auszuhändigen. Weil würden wir jetzt dieser Vorderseite den Z-Index-Wert höher setzen, wie vom anderen Element, dann wäre ja immer nur die Vorderseite sichtbar und die Rückseite nie. Und deswegen ziehen wir jetzt Nutzen aus einer Eigenschaft, die wir gerade kennengelernt haben, und zwar Backface Visibility. Hier sagen wir dem Browser, hey, wenn die Rückseite vom Element uns gezeigt wird, dann wollen wir nicht, dass es sichtbar ist. Demzufolge momentan, die Rückseite ist nicht sichtbar, weil sie uns ja ihre Rückseite zeigt.
Und sobald nun die Maus drüber fährt, bei 90 Grad, zeigt die Vorderseite, die Rückseite wird demzufolge nicht mehr sichtbar sein. Und die Rückseite, sobald sie bei 270 Grad ist, also 180 Grad plus 90, dann wird sie ja die Vorderseite zeigen und demzufolge wird sie dann wieder sichtbar werden. Und das schlussendlich gibt uns nun diesen finalen Effekt hier. Wir werden uns jetzt in dem zweiten und dritten Beispiel mit was sehr Ähnlichem beschäftigen. Und zwar mit einer Buchrotation und mit einer Kalenderrotation. Schauen wir uns gerade den Code hierzu an. Und zwar ein Buch, eine Buchseite besteht ja wiederum. Also eine Buchseite besteht wiederum aus einer Vorderseite und einer Rückseite. Und die Rückseite soll ja von vornherein, soll die Rückseite sein. Das heißt, die werden wir wieder rotieren, automatisch von vornherein. Genau gleich beim Kalender. Eine Kalenderseite besteht aus einer Vorderseite und einer Rückseite. Und die Rückseite von vornherein wollen wir bereits umdrehen, also damit sie sich rotiert. Jetzt allerdings, damit die Rückseite wirklich direkt hinter dem anderen Element ist von Anfang an, muss die Transform Origin vom Zentrum aus passieren, damit sie wirklich hinter der anderen dann klebt und nicht woanders hin platziert wird. Schauen wir uns das gerade an, wenn wir das nämlich ändern würden. Gehen wir noch einmal ganz kurz zu hier diesem Beispiel zurück zu unserer Rückseite. Ich setze jetzt gerade noch mal Backface Visibility weg, damit wir die Rückseite sehen. Hätten wir jetzt diese Rotation hier, damit die Rückseite zu uns gezeigt wird, hätten wir hier die Transform Origin nicht im Zentrum mit seinen automatischen Werten 50-50, sondern zum Beispiel 0-50, das wäre jetzt oben links. Dann würde das heißen, dass hier nun die gelbe Seite ja draußen ist. Aber das wollen wir nicht. Also in dem Fall, die Rückseite muss immer im Zentrum rotiert werden, damit sie auch wirklich an der gleichen Stelle bleibt, das ganze Element. Gleichzeitig aber kommt jetzt nun unsere Sache, warum wir jetzt Dinge anders machen wie davor. Weil wenn wir jetzt ja eine Buchseite umdrehen, dann muss ja gleichzeitig die Transform Origin kann ja nicht mehr im Zentrum sein, sondern wenn wir die Buchseite jetzt nach links umdrehen, dann muss ja Transform Origin irgendwo hier auch irgendwo sich hier befinden. Das spielt ja keine Rolle wo, aber irgendwo hier auf jeden Fall, also auf der X-Achse, ganz links, X-Achse 0 und Y ist egal, also auch 0 ungefähr. Weil hier ja die Seite zusammengeklebt ist von dem Buch. Das heißt, bräuchten eigentlich zwei unterschiedliche Werte für die Transform Origin Eigenschaft. Aber das ist natürlich nicht möglich. Und deswegen machen wir jetzt Dinge anders. Wir verwenden nun noch eine weitere Containerbox. Und zwar, hier sehen wir es, das ist nun die Buchseite, besteht aus Vorder- und Rückseite aus zwei Elementen. Und diese Buchseite anstelle von den beiden, wenn die Maus übers äußere Elternteil drüber fährt, werden wir nun die Buchseite umdrehen, komplett rotieren. Und nicht mehr jede einzeln, die Vorder- und Rückseite. Und das hätten wir eigentlich auch hier machen können. Wir haben es aber gelassen. Also wir hätten hier auch noch ein anderes Elternteil entstehen, machen können und dann eigentlich die ganze Seite flippen anstelle von jedem Einzelnen wäre auch möglich gewesen. Und das machen wir jetzt, weil jetzt müssen wir es machen, weil wir zwei unterschiedliche Werte für die Transform Origin brauchen. Der muss im Zentrum sein, die Rückseite, wenn wir es rotieren. Gleichzeitig die ganze Seite muss, aber wenn wir es rotieren, muss der Transform Origin Wert, in unserem Fall, wo wir es gerade gehabt haben, links. Zumindest der X-Wert muss sich links befinden. Und deswegen brauchen wir hier eine Umwandlung auf einem Elternteil und gleichzeitig auch auf einem Kind. Und das bringt uns auch zu unserer nächsten Eigenschaft, die wir kennengelernt haben. Sobald wir ein Elternteil umwandeln in 3D und ein Kind, müssen wir dem Elternteil sagen, hey, alle Kinder, die sich darin befinden, die sollen diesen 3D-Raum, diesen 3D-Effekt beibehalten. Also Transform Style mit dem Wert Preserve 3D müssen wir hier angeben. Schauen wir uns jetzt gerade also das Setup an. Also wenn die Maus über Pages, die Seitencontainer fährt, dann soll die einzelne Seite soll sich umdrehen. Und später haben wir es ja im eigentlichen Setup mit vielen Seiten zu tun. Das heißt, die ganzen Seiten werden sich übereinander befinden. Demzufolge Position Absolute, dann jede Vorder- und Rückseite befindet sich wiederum übereinander, Position Absolute. Und in dem Fall ist der Relativpunkt jetzt die äußere, die Book für die alle Seiten zusammen. Schauen wir uns gerade den CSS-Code hier an. Also für alle Seiten die äußere Containerbox, die ist Position Relative, hat die Breite und Höhe momentan. Dann jede einzelne Seite, die Containerbox für die Vorder- und Rückseite.
Die hat eine Höhe und Breite von 100%, Position absolut. Alle Seiten sollen sich ja übereinander befinden dann schlussendlich. Und relativ zum Elternteil demzufolge, Position hier relative. Und jetzt, das ist genau die, die wir umwandeln wollen. Also da wenden wir nun hier die zeitliche Umwandlung an. Transition, 2 Sekunden. Und in dem Fall Transform Origin, Hauptsache links, egal auf der vertikale Wert ist egal, aber Hauptsache auf der X-Achse links, weil wir drehen jetzt die Seite um nach links. Und hier genau der Transform Style Preserve 3D. Wir können ihn gerade mal weglassen, dann sehen wir, dass schlussendlich es nicht funktionieren wird. Und wenn dann die Maus über den Seiten in der äußeren Containerbox geht, genau hier, dann soll die sich umdrehen, die die Vorderseite und die Rückseite beinhaltet. Und da wir nach links drehen, in unserem Beispiel, in diesem Beispiel nach links, also negativer Wert für die Y-Achse. Gehen wir gerade kurz drüber, und zwar hier haben wir es bereits, momentan noch keinen 3D-Effekt, weil natürlich Perspective müssen wir erst angeben, damit der Browser in die Tiefe gehen kann, die Berechnung durchführen kann, und hier haben wir schlussendlich diesen Effekt. Gleichzeitig natürlich müssen wir jetzt noch sagen, hey, die Rückseite zuallererst einmal, die Rückseite soll von Anfang an umgedreht sein, also die graue hier, und dann gleichzeitig, wenn immer die Rückseite uns hinzeigt, soll sie nicht sichtbar sein, also für beide, für die Vorder- und die Rückseite gilt das, Backface Visibility, und jetzt sehen wir, dass es immer noch nicht ganz funktioniert, weil die Rückseite irgendwie nicht sichtbar wird. Und das ist genau, hier müssen wir angeben, Transform Style, Preserve 3D, damit auch die Kinder auf 3D von einem 3D umgewandelten Elternteil umgewandelt werden können. Und sobald wir das haben, funktioniert alles wunderbar. Nun, wir hätten natürlich auch alles nach rechts gehen lassen können. In dem Fall also negativ 180 Grad. Positiv, weil rechts, also soll alles dann nach rechts sich drehen und die Transform Origin muss demzufolge auf der X-Achse ganz drüben sein, 100%. Also geben wir es ganz kurz an, 100%, und nun passiert das Gleiche, nur nach rechts. Schlussendlich natürlich würden wir diesen Effekt vielleicht für einen Adventskalender wäre es vielleicht okay oder irgendwas anderes, aber für ein richtiges Buch, da würden wir es natürlich, wenn die Seite geklickt wird oder so, wenn die Seitenzahl geklickt wird, würden wir es natürlich machen. Aber dazu haben wir ja natürlich nur Zugriff in JavaScript auf Click-Events und demzufolge momentan. Aber der gleiche Setup ist hier im Spiel. Gehen wir nochmal ganz kurz zurück, und zwar auf unser letztes Beispiel. Ich hatte ja erwähnt, dass hier wirklich unabhängig von ob wir jetzt in die rechte Richtung drehen oder in die linke, spielt ja keine Rolle. Und wir hätten jetzt hier auch den gleichen Effekt natürlich links machen können mit einfach negativen Werten. Was wir auch hätten machen können, ist das gleiche einfach nur auf der X-Achse. Und dann rotiert einfach alles nur in die andere, auf der X-Achse, in die Richtung. Aber alles basiert hier auf genau der gleichen Logik. Und X-Achse, genau das brauchen wir jetzt für unseren Kalender. Weil unser Kalender, der flippt in die, also er muss nach hinten fallen. Das heißt, wir verwenden positiven Wert für Rotate X. Rotation auf der X-Achse positiv. Und der Fixpunkt muss natürlich sein, wo die Seiten fix sind, wo diese Ringe sich befinden, die die Seite zusammenhalten. Das heißt, wir brauchen einen X-Wert, spielt keine Rolle, aber der Y-Wert darf nicht unten sein, sondern muss ganz oben sein, Null also. Der Y-Wert ist hier wichtig für die Transform Origin Eigenschaft. Sonst, wir haben es genau mit dem gleichen Setup zu tun. Also hier soll eine andere Transform Origin Wert sein, wie hier. Demzufolge brauchen wir ein äußeres Element. Schlussendlich, wie gesagt, hätten wir hier sowieso mehrere Seiten hier drin. Und genau gleiches Setup, also Rückseite zuerst umdrehen und so weiter. Genau das gleiche machen wir es gerade noch kurz. Ich habe Transform Origin hier bereits geändert, Calendar Page, und zwar Elterns äußere Containerbox kriegt also Perspective, dann Origin, Hauptsache oben auf der X-Achse, X-Wert spielt ja keine Rolle, dann die Seite mit der die Containerbox für die Vorder- und Rückseite kriegt die zeitliche, da kriegt die Umwandlungszeit, weil die wird ja auch umgewandelt, wenn die Containerbox, die äußere, drüber gefahren wird mit der Maus, dann wandelt sich diese um, die Vorder- und Rückseite beinhaltet. Und in dem Fall gehen wir wieder auf 360 Grad, weil wir hängen Dinge hinten wieder an. Also 360 auf der X-Achse.
Und wir müssen natürlich, weil wir ja unser Kind ja die Rückseite bereits umdrehen im Zentrum, müssen wir hier sagen Preserve 3D, weil hier ein Kind und Elternteil umgewandelt wird. Und die Rückseite soll natürlich auch nicht sichtbar sein für beide Vorder- und Rückseite. Wann immer die uns ihre Rückseite zeigen, soll es natürlich nicht sichtbar sein. Und hier haben wir schlussendlich unseren Kalender-Flip. Jetzt gehen wir kurz weg von Flip, irgendetwas herumzuflippen, sondern wir gehen jetzt in ein anderes Beispiel, wo Rotation, wo wir eine Rotation brauchen. Und zwar, wenn dieses Bild drüber gefahren wird mit der Maus, dann faltet es sich zusammen. Und das kann nicht mit einem einzelnen Bild erreicht werden. So was wie hier, wir haben es hier also in dem Fall mit fünf unterschiedlichen Elementen zu tun. Einmal, zweimal, dreimal und viermal und fünfmal. Gehen wir gerade ins Setup rein. Also hier sind genau diese vier Containerboxen und die teilen eine einzelne Containerbox selber, eine Elternbox. Also hier, was immer zusammengehört, soll eine Elternbox haben, brauchen wir sowieso, um die Perspektive anzugeben, etc. Und hier sind dann die fünf Boxen drin. Es sind Inline-Block-Elemente, das heißt, damit sie sich nebeneinander befinden können. Und Inline-Level-Elemente werden wie Text behandelt vom Browser. Das heißt, da ist ein Leerzeichen dazwischen, welches ich bereits manuell entfernt habe. Gehen wir gerade ins CSS rein. Also hier ist die Containerbox, der habe ich eine Breite gegeben von 550 und all den Boxen, die sich darin befinden, 110 Pixel. Also 5 mal 110, 550. Und Inline Block. Und jetzt geben wir diesen allen fünf Boxen genau das gleiche Hintergrundbild. Und hier ist es. Und das Hintergrundbild beginnt automatisch immer oben links. Und jedes Bild beginnt ja, also kommt, die Höhe kommt ja immer von oben. Bilder sind ja nur zweidimensionale Objekte. Die Höhe kommt von oben, die Breite von links. Das heißt, der Nullpunkt oben links vom Bild hat die Koordinaten 0, 0. Und das brauchen wir für die Background Position Eigenschaft. Weil hier für das erste Bild ist es okay, aber wir wollen das zweite Bild, dass es beginnt, und zwar genau 110 Pixel, was die Breite vom ersten Element ist. 110 Pixel soll das zweite Bild weiter nach links. Das Bild von diesem Element soll 110 Pixel weiter nach links. Damit wird es demzufolge hier weitergehen, von wo es hier aufgehört hat. Also der X-Wert für die Position-Eigenschaft werden wir nun ändern. Fürs zweite Element 110 Pixel soll es weiter nach links. Links ist immer negativ, also negativer Wert. Dann fürs dritte demzufolge 220, fürs nächste 330 und fürs nächste 440. Und somit haben wir nun ein kontinuierliches Bild. Es sieht zumindest so aus, auch wenn wir es eigentlich mit fünf Bildern zu tun haben. Fünf Hintergrundbildern von fünf Elementen. Und was wir jetzt erreichen wollen, schauen wir es uns gerade nochmal an. Also in dem Fall, die erste bleibt genau gleich, ist okay. Dann die zweite Box rotiert sich nach links, also Y-Achsenrotation nach links ist negativ. Die ist genau gleich wie die. Die rotiert sich auch nach links. Die dritte und die vierte und die fünfte allerdings, die gehen nach rechts, also Rotation auch auf der Y-Achse, aber mit einem positiven Wert. Also machen wir das, setzen wir das gerade ein hier. Und zwar, wenn die Maus sich über dem Elternteil befindet. Wenn die Maus drüber fährt, dann soll das zweite Bild soll sich rotieren negativ, das vierte Bild soll sich auch negativ rotieren, das dritte und das fünfte Bild soll sich positiv auf der Y-Achse rotieren. Und wir nehmen einen Wert von zum Beispiel 35 Grad. Momentan alles bleibt flach. Wir brauchen natürlich eine Perspektive auf der Elternbox, sonst kann der Browser die Berechnung nicht durchführen, wie die Elemente aussehen würden, wäre Tiefe im Browser vorhanden. Und jetzt haben wir die momentan dieses Aussehen. Da müssen wir noch ein paar Dinge ändern. Und zwar dieses zweite Element soll natürlich direkt ans erste Element angehängt werden. Das heißt, die Höhe muss hier gleich bleiben. Und demzufolge, dass die Höhe gleich bleibt, es soll also wie am Anfang sein, demzufolge ändern wir jetzt die Transform Origin von diesem Element nach links. Also der X-Wert muss irgendwo links sein, Y ist egal, Hauptsache der X-Wert ist bei 0 und demzufolge zum Beispiel 0,50 im Zentrum. Und sobald ich die Seite neu lade, das ist fein, jetzt der dritte, der soll natürlich anhängen an diese Box. Das heißt, hier soll er die größte Höhe haben. Und hier soll er dann demzufolge normal sein. Und hier die größte Höhe.
Das heißt, wir müssen die Transform Origin hier ganz nach rechts setzen. Wo rechts ist egal auf der y-Achse, aber x-Wert muss 100% sein. Und genau das machen wir jetzt. Also 100 zum Beispiel 50. Wie gesagt, wir könnten hier natürlich auch 0 nehmen, 0 nehmen. Also Hauptsache rechts oder in dem Fall jetzt Hauptsache rechts davor, Hauptsache links. Also jetzt passt es auf jeden Fall, würde es zumindest passen. Und jetzt noch der nächste, der ist wieder ein bisschen links Transform Origin und der nächste ist Transform Origin wieder rechts. Also genau gleich hier, also da wieder 0 Hauptsache auf der x-Achse und hier Hauptsache 100% auf der x-Achse. Der y-Wert ist komplett egal. Und jetzt haben wir schon das erreicht. Natürlich, wenn wir Elemente rotieren, dann sind sie schlussendlich nicht mehr so breit, wie sie davor waren, weil sie ja noch in die Tiefe gehen. Und jetzt müssen wir herausfinden, wie breit sie momentan jetzt sind, sobald sie rotiert wurden. Dann können wir herausfinden, nämlich wie der Abstand hier ist. Dieser Abstand hier, der komplette, ist eigentlich zweimal ein Abstand. Ein Abstand wurde verursacht von diesem Element, weil es ja rotiert wurde und demzufolge nicht mehr so breit ist. Und der andere Abstand, die andere Hälfte, kam von diesem Element. Und das müssen wir jetzt ausrechnen. Und ich habe letzte Woche erwähnt, dass ich wollte ja nicht, dass es ein Muss ist, unbedingt in Trigonometrie reinzugehen. Deswegen einfach jetzt ein Muster, wie wir das immer erreichen können. Und zwar, wir können immer den prozentualen Wert herausfinden von der Breite des Elements, wenn es rotiert wurde, im Prozent, der prozentuale Wert im Vergleich zu wie breit es davor war. Und zwar immer mit Cosinus, also Cosine. Schauen wir uns gerade, rechnen wir es einfach aus. Wir haben ja unsere Elemente. Wir haben es rotiert bei 35 Grad. Und jetzt Cosinus, also Cosine. Also 81,91% ist jetzt die Breite von der ursprünglichen 100% Breite, die er hatte. Wir wollen natürlich diesen Wert als Pixel und nicht als prozentuale Angabe. Das heißt, wir müssen hier noch ein bisschen Dreisatz arbeiten. Unser ursprünglicher Wert, unsere ursprüngliche Breite war ja 110. Die ist unsere 100%. Teilen wir es durch 100% und dann halt noch multiplizieren und zwar mal 81,9%. Und das schlussendlich gibt uns dann den Wert in Pixeln. Also 90 Pixel ist nun das Element breit, als es nun mit 35 Grad auf der y-Achse rotiert wurde. Aber wir brauchen ja nicht die neue Breite, wir brauchen eigentlich das Gegenteil, jetzt der Abstand. Also jetzt noch negativ 110 Pixel und dann haben wir den Wert. Und den Wert brauchen wir jetzt aber zweimal noch, weil wir haben ja diesen Abstand einmal von dieser linken Seite und einmal von der rechten. Das heißt zweimal diesen Abstand, also multiplizieren wir ihn noch kurz mal 2. Und das ist genau der Abstand, der nun sich dazwischen befindet. Und den geben wir kurz an, habe ich eigentlich schon. Also wir müssen natürlich das Element translate x, also zweidimensionale Umwandlung hier, nach x von seiner linken oder rechten Seite nach links bringen. Und das müssen wir machen, bevor wir rotieren. Weil wenn wir das Element bereits rotiert haben, dann zeigt ja die linke Seite und die rechte Seite, wie wir letzte Woche gesehen haben, in eine andere Richtung. Und demzufolge geht es nicht mehr nach links, sondern jetzt schräg nach oben noch. Das heißt, translate x muss unbedingt vor der Rotation passieren. Und sobald wir aber das gemacht haben, dann ist alles okay. Und jetzt der nächste hat wieder zweimal diesen Abstand weg, also der auch. Und dann das nächste Element hat jetzt allerdings viermal diese Lücke. Und zwar verursacht von der Box, von der und von der. Viermal diese Lücke müssen wir dehnen, also zweimal diese Lücke, wo wir hier hatten. Also 79 Pixel in dem Fall. Und das schlussendlich gibt uns nun diesen Effekt, in dem die Boxen auch dann zusammen sind. Das ist Rotation. Jetzt noch eine Sache, und zwar wir hätten das natürlich auch vertikal machen können. Zum Beispiel, indem wir einfach 5 Boxen übereinander platzieren und dann genau den gleichen Effekt, nur als vertikale Richtung. Und in dem Fall hätten wir natürlich unsere Elemente dann nicht auf der y-Achse rotiert, sondern auf der x-Achse, damit sie entweder weiter von uns wegfallen oder zu uns hinfallen. Aber in dem Fall, was relevant ist, ist dann, wir brauchen dann die neue Höhe vom Element. Und genau hier auch so, also Cosinus. Mit Cosinus und dann der Anzahl von Grad, wie wir die Elemente rotiert haben,
finden wir dann heraus den prozentualen Wert von der neuen Höhe im Vergleich zur alten Höhe, von der ursprünglichen Höhe. Also in dem Fall immer Cosinus, ohne hier in irgendeine weitere Begründung hineinzugehen. Cosinus ist die Lösung. Und jetzt gehen wir in unsere nächste Kategorie, Translate. Also wir repositionieren nun unsere Elemente und zwar auf der Z-Achse. Und das machen wir erst zuallererst einmal auf ganz gewöhnlichen Elementen, also auf diese orangene Box nochmal. Und zwar zum Beispiel 100 Pixel. Dieser Wert bringt nun unser Element näher an uns heran. Und negative Werte bringen das Element weiter von uns entfernt. Die Z-Achse geht ja genau in die Tiefe, aber das ist genau der springende Punkt hier. Das Element rotiert, bezieht sich nicht direkt auf die Z-Achse, sondern wie letzte Woche, wie Translate X auch und Y, es bezieht sich auf sich selbst. Das heißt, würden wir jetzt zum Beispiel dieses Element zuallererst rotieren, und zwar auf der Y-Achse zum Beispiel 180 Grad. 180 Grad, dann ist das Element umgedreht und demzufolge beziehen sich die Werte jetzt negativ, jetzt kommt er nicht mehr näher an uns heran, jetzt kommt er, geht er nicht mehr weiter von uns weg, sondern jetzt kommt er näher zu uns ran. Es bezieht sich wirklich auf die Seite vom Element selber. Das ist wirklich der springende Punkt hier. Also wo die Seite hinzeigt, da wird sie schlussendlich hingehen. Das ist, ob positiv oder negativ schlussendlich, welche Auswirkungen es hat. Genau gleich wie bei Translate X und Y. Geben wir gerade 60. Also hier, jetzt geht er weiter in die Richtung, anstatt in die Tiefe. Also er bezieht sich nicht direkt auf die Z-Achse, sondern auf sich selber. Das ist das Wichtigste wirklich, um jetzt zu folgen, was wir machen in den nächsten Beispielen gleich. Weil hier werden wir dann jetzt 3D-Elemente erstellen, indem wir immer rotieren und gleichzeitig Dinge repositionieren auf der Z-Achse. Und es kommt immer darauf an, wenn die Vorderseite, da wo sie hinzeigt, die Vorderseite bezieht sich auf positive Werte, geht in die Vorderseite in die Richtung, in die sie zeigt, negative Werte weg in die Richtung. Jetzt können wir hier noch verwenden, bevor wir in Beispiele reingehen, wir können noch Dinge simultan machen, indem wir die Translate 3D-Funktion hier verwenden. In alphabetischer Reihenfolge sind diese drei Werte durch Komma geteilt, also der X, der Y-Wert und der Z-Wert. Und hier können wir einfach Dinge simultan machen, ist weniger Code zu schreiben. Aber ob Dinge bei Repositionierung simultan passieren oder nicht, spielt eigentlich keine Rolle. Sehen wir gleich. Aber es, wir haben weniger Code dann schlussendlich, mit dem wir es zu tun haben. Also hier auf allen drei Achsen hat sich nun das Element verschoben. Und hier spielt es keine Rolle, ob wir Dinge gleichzeitig machen oder eins nach dem anderen. Es führt immer zum gleichen Resultat. Dies hat wirklich nur Auswirkungen, wenn wir Dinge schräg stellen zum Beispiel oder rotieren oder mehrere Dinge gleichzeitig machen. Aber in dem Fall, ob gleichzeitig oder nicht, spielt keine Rolle. Führt zum gleichen Resultat. Jetzt gehen wir in die Beispiele rein. Und das erste Beispiel, das wir machen werden, ist genauso eine Boxgalerie. Das heißt, wären diese Boxen eigentlich direkt aneinander geheftet, haben wir es hier mit einem Achteck zu tun. Das heißt, das ist schon unser erstes 3D-Objekt, das wir hier erstellen. Und schlussendlich, weil sie auseinander sind, sind es halt, sieht es ein bisschen anders aus. Und was wir machen, unabhängig, was wir nun momentan erstellen werden, danach werden wir ein quadratisches Objekt erstellen, 3D-Objekt, wie so eine DVD-Box oder ein Buch oder irgendwas. Die Hintergrundbilder machen immer schlussendlich, bringen es immer dazu, was es dann schlussendlich sein soll, aber ein quadratisches 3D-Objekt. Und all diese Objekte, die wir nun erstellen, machen wir immer auf die gleiche Art und Weise. Es gibt Situationen, wo es manchmal weniger Code erfordert, sie anders zu machen, aber um wirklich die Dinge jetzt wirklich einfach zu halten, wir arbeiten jetzt immer nach dem gleichen Schema. Und das Schema ist, wir bringen zuallererst alle Elemente, die das 3D-Objekt erstellen, an einen einzigen Ort, und zwar genau ins Zentrum, auf allen drei Achsen, auf der X-Achse, auf der Y-Achse und auf der Z-Achse. Und diese Boxen, die schlussendlich unseren Effekt hier ausmachen, 8, wir können es mit so vielen Boxen machen, wie wir wollen, machen wir es gerade mit 8, die habe ich bereits horizontal zumindest, also auf der X-Achse und vertikal auf der Y-Achse ins Zentrum gebracht. Schauen wir uns gerade das Setup an hierzu. Also wir haben es natürlich mit einer Containerbox zu tun, genau hier, in der sich 8 Boxen darin befinden, 8 Div-Elemente.
Und wenn ich jetzt gerade das zweite Diff-Element hier auskommentiere, hier sehen wir es, es befindet sich genau überhalb von dem anderen und im CSS. Also dadurch, dass sie sich übereinander befinden, natürlich Position, Absolute sind alle Kinder hier drin und ich habe sie relativ zum Elternteil positioniert, relativ zur weißen Containerbox. Und zwar horizontal ins Zentrum mit dem Wert Left. 50% von links soll das Element sein, aber das macht das hier eigentlich ins Zentrum, die Seite, und demzufolge negativ seiner Breite, halben Breite. Die Hälfte von der Breite bringt dann das Zentrum horizontal, direktes Element ins Zentrum. Vertikal genau das gleiche, nur top halt 50% negativ der halben Breite. Und dadurch sind sie jetzt momentan alle diese Boxen übereinander schon mal auf der X- und Y-Achse im Zentrum. Aber was wir jetzt auch machen wollen, wir wollen sie gleichzeitig auch auf der Z-Achse ins Zentrum bringen. Und hierzu müssen wir erst einmal definieren, welche Tiefe wir haben wollen. Und die definieren wir jetzt einfach mal mit 600 Pixeln. Also heißt, dass wenn ein Element ganz vorne ist, ist es bei 0 Pixel. Und das ganz hinten ist auf der Z-Achse 600 Pixel weg in der Tiefe. Das heißt, unser Zentrum, da wo wir alle Elemente am Anfang hinhaben wollen, ist bei 300 Pixel in dem Fall. Genau dort im Zentrum auch. Und wenn wir sie dort haben, dann von dort aus positionieren wir sie dann an die Stelle, wo sie dann schlussendlich sein sollen. Also bringen wir sie dann auf der Z-Achse zuallererst einmal in die Tiefe und wir arbeiten zuallererst nur mit unserer vorderen Box, mit keiner anderen. Und die vordere Box ist in unserer Blaupause hier, in unserem Beispiel, also die rote in dem Fall. Mit der arbeiten wir jetzt momentan. Gehen wir gerade runter und zwar in die erste Box. Das heißt, was wir machen wollen, zuerst, wir wollen es erst in die Tiefe bringen. Und da es ja uns die Vorderseite zeigt momentan, wir kriegen es weiter in die Tiefe, indem wir Translate Z mit einem negativen Wert, negativ 300 Pixel wollen wir nehmen. Also es soll in die Tiefe, genau ins Zentrum von unseren 600 Pixeln Tiefe, die wir gerade als Beispiel definiert haben. Also negativ 300 Pixel soll es weg. Und damit wir das überhaupt sehen können natürlich, müssen wir erst noch Perspektive aufs Elternteil geben, damit der Browser es berechnen kann. Jetzt ist das Element 300 Pixel entfernt von uns. Und jetzt von dort aus wollen wir es an seine eigene Position bringen. Und in unserem Fall, es ist ja die Vorderseite, müssen wir in dem Fall es einfach nur wieder Perspektive, also nochmal zu uns herbringen. Also in dem Fall wäre das natürlich gar nicht, hätten wir es natürlich gar nicht unbedingt machen müssen, aber das ist genau der Sinn, den wir jetzt machen. Also in dem Fall, es war bereits im Zentrum, jetzt bringen wir es wieder 300 Pixel an uns heran. Das ist nun die erste Box. Jetzt haben wir es für die erste Box das Resultat erreicht. Jetzt gehen wir auf die zweite Box. Und die werden wir natürlich zuerst ins Zentrum bringen. Und zwar zuallererst auf der Z-Achse mit 300 Pixel. Negativ, also dass es weiter in die Tiefe geht. Ich kommentiere gerade noch die erste Box aus, damit wir überhaupt die andere sehen können. Hier ist sie. Also sie ist jetzt 300 Pixel entfernt von uns, direkt im Zentrum, im tiefen Zentrum. Und jetzt rotieren wir es natürlich, weil es ist ja die zweite Box. Und zwar Rotation nach rechts, also auf der Y-Achse. Die Frage ist, wie die Anzahl von Grad. Und da wir es in dem Fall, die bilden ja einen Kreis, 360 Grad und da wir es mit 8 Boxen zu tun haben, das heißt, wir müssen 360 Grad durch 8 teilen und das ergibt uns 45 Grad in dem Fall. Das heißt, wir rotieren es jetzt positiv auf der Y-Achse 45 Grad und dann schicken wir es nach draußen. Schauen wir es uns zuallererst an und zwar, jetzt ist es rotiert und jetzt zeigt er die Vorderseite in die Richtung und wenn wir es jetzt auf der Z-Achse rausbringen, von der Vorderseite geht es ja in die Richtung. Also schlussendlich haben wir dann unser Resultat, das wir auch wollten. Hier befindet sich nun die Box. Machen wir noch mit einer weiteren Box genau das gleiche Beispiel. Die anderen habe ich natürlich bereits gemacht, noch mit unserer dritten für einen Moment. Das ist unsere dritte, die befindet sich in dem Fall hier. Die wollen wir zuerst ins Zentrum, genau das gleiche Spiel, also auf der Z-Achse, negativ 300 Pixel. Dann wollen wir es rotieren und zwar 90 Grad, weitere 45 und dann bringen wir es raus. Oder schauen wir es uns gerade an kurz erstmal. Also, oh, ist ja 90 Grad, wir sehen es nicht.
Elemente haben keine Dicke und demzufolge können wir es nicht sehen. Translate Z und jetzt bringen wir es raus. 300 Pixel und jetzt hier können wir es eigentlich sehen, weil es jetzt rausgebracht wurde noch. Nun, das ist genau das gleiche Schema und deswegen habe ich jetzt die anderen natürlich schon bereits gemacht. Immer gleich ins Zentrum erst, horizontal, vertikal und dann auch auf der Z-Achse. Dann werden sie rotiert, wo sie hin sollen und dann werden sie rausgebracht. Und hier immer erhöht, in unserem Fall 45 Grad, weil wir es mit 8 Boxen zu tun haben. Schlussendlich ergibt das 360 Grad dann. Und das ergibt uns nun diesen Effekt. Schauen wir uns aber, ändern wir die Perspective Origin, weil wir sehen jetzt gerade 50-50, haben wir es angewandt auf die Elternbox. Das heißt, wir schauen genau hier hin momentan. Aber damit wir es besser sehen können, geben wir die Perspective Origin ein bisschen einen anderen Wert. Horizontal ist fein, aber vertikal weiter oben, zum Beispiel 10%, damit wir es besser sehen können. Jetzt die Frage, würden wir diese Elemente wirklich direkt aneinander haben wollen? Was würden wir hierzu machen müssen? Was wir wissen müssen, ist natürlich demzufolge, wie weit wir immer die Elemente, wie die Tiefe sein soll. Und wie weit wir die Elemente in die Tiefe, zur Hälfte in die Tiefe bringen müssen. Die Hälfte von der Tiefe ist der Radius. Der Durchmesser ist natürlich die ganze Tiefe. Bei uns ist es 600 Pixel. Der Radius bei unserem Beispiel momentan ist 300. Und es hängt ab von diesem Wert, wie nah die Elemente zusammen sind. Und um diesen Wert herauszufinden, können wir es kalkulieren lassen. Das wäre jetzt Geometrie, aber wir haben hier Taschenrechner. Also zum Beispiel die Webseite. Wir haben es mit 8 Oktagon mit 8 Seiten zu tun. Und wie ist unsere Breite von unserer Seite? Wir haben ihr gegeben 200 Pixel für all diese Elemente. Das heißt, das ist alles, was wir hier eingeben müssen. Und dann berechnet er uns den Radius, den wir verwenden müssen, damit dann die Elemente direkt komplett beieinander sind schlussendlich. Also ich kopiere ihn gerade und ersetze die 300 Pixel kurz mit den 241, noch was Pixeln. Also alle 300 Werte sollen sich ändern auf 241, 421. Und sobald wir das gemacht haben, sind nun unsere Elemente exakt aneinander. Und hier haben wir ein Polygon, ein Meereck hier momentan. Wir könnten hier noch einen Deckel machen und einen Boden natürlich, wäre alles möglich. Jetzt allerdings haben wir dieses Setup erreicht, ohne damit wir Transform Style verwendet haben, Preserve 3D, weil Internet Explorer ja dies nicht unterstützt. Das heißt, das wäre unsere Alternative eigentlich nur. Aber schlussendlich viel, viel einfacher ist es einfach die Tiefe, denn nicht jedes einzelne Element 300 Pixel oder 241 in unserem Fall jetzt ins Zentrum halt in die Tiefe zu bringen, jedes einzelne. Viel besser oder viel einfacher wäre es eigentlich, einfach das Elternteil in die Tiefe zu bringen, um die Anzahl von Pixeln, was dann schlussendlich alle die Elemente schon in die Tiefe macht. Das heißt, wir müssen sie nicht mehr einzeln in die Tiefe setzen. Des Weiteren, wenn wir dann später mit JavaScript noch arbeiten, wir wollen ja schließlich, dass schlussendlich alles rotiert in eine Richtung geht. Und demzufolge müssten wir dies momentan jedes Element einzeln dann auf seine neue Position bringen. Es ist doch viel besser, einfach die Elternbox zu rotieren, um die Anzahl von Grad 45 und dann zeigt dann immer das nächste schon zu uns und nicht jedes einzeln. Wir haben jetzt dieses Setup wirklich nur gemacht, um nicht unbedingt Preserve 3D zu verwenden, weil es Internet Explorer nicht unterstützt. Aber jetzt ändern wir das. Wir erstellen jetzt eine weitere Containerbox. Weil jetzt geben wir die Perspective nicht mehr dieser Containerbox, die diese Boxen beinhaltet, sondern wir geben die Perspective dieser äußeren. Und dann wandeln wir diese hier um. Hier bringen wir 241 Pixel in die Tiefe und müssen dies nicht mehr auf den einzelnen Elementen anwenden dann schlussendlich. Aber da wir jetzt die auf 3D umwandeln und das hier auch, müssen wir hier auf dem Elternteil auch Preserve 3D wieder anwenden. Also genau diese eine Eigenschaft, weil wir hier Kinder und Eltern auf dreidimensionale Weise umwandeln. Zuallererst Perspective jetzt an die äußere, weil Perspective muss ja immer angegeben werden, bevor überhaupt eine 3D-Umwandlung stattfindet. Und da wir jetzt diese umwandeln auf 3D, brauchen wir eine andere Containerbox jetzt.
Und hier müssen wir Transform Style Preserve 3D machen. Und was, weil wir jetzt auch dieses Element und nicht nur seine Kinder umwandeln. Und zwar hier Transform. Und zwar, wir bringen jetzt alles ins Zentrum auf diese, und nicht alles. Wir bringen alle seine Kinder ins Zentrum, indem wir einfach das nur auf der Containerbox machen. Das heißt, von Anfang an sollen die, nee, nicht mehr 300, sondern wir haben jetzt den Wert 241 eigentlich jetzt verwendet. 241 Pixels in die Tiefe. Und jetzt ändern wir genau diesen Wert gerade hier. Ich kopiere ihn jetzt gerade kurz raus. Rubbish, wir müssen das Ganze kann weg jetzt. Komplett das Ganze. Also für alle, ich mach's ganz kurz, weil jetzt haben wir es auf Elternteil viel, viel einfacher, die viel, viel einfachere Lösung, als wie wir es davor hatten. Ah, jetzt habe ich was Falsches gemacht, und zwar, ich habe es falsch ersetzt. Natürlich, der Wert muss weg, mit nichts ersetzen. Und jetzt haben wir genau das gleiche Resultat, nur der Unterschied, wir haben es viel einfacher gemacht, nur wir mussten halt Preserve 3D verwenden, was Internet Explorer nicht unterstützt. Und jetzt geben wir gerade noch ganz kurz, machen wir noch die Hintergrundfarbe weg ganz kurz, damit noch alles besser aussieht. Gehen wir in unser nächstes Objekt rein, und jetzt wollen wir ein quadratisches 3D-Objekt erstellen, also zum Beispiel DVD-Box, Buch oder was auch immer es sein soll, definiert dann schlussendlich durch die Hintergrundbilder, die wir dann diesen Elementen geben oder Hintergrundfarben, was auch immer. Und mit so einer DVD-Box in dem Fall haben wir es mit 3x2 unterschiedlichen Seiten zu tun. Einmal oben und unten, das ist ein Paar, die haben die gleiche Breite und Höhe. Links und rechts haben die gleiche Breite und Höhe und die Vorder- und die Hinterseite. Und wiederum, machen es alles nach dem gleichen Schema, zuerst ins Zentrum, Vorder- und Rückseite. Und die ins Zentrum von der Containerbox, jetzt haben die schon die gleiche Höhe, also von der Höhe müssen wir nichts mehr ins Zentrum bringen, aber nach links gehen wir gerade runter, und zwar hier. Also wir haben jetzt zuallererst einmal mit einer Containerbox zu tun, natürlich mit 6 Seiten. Also diese 3x2 Seiten hier, die zusammengehören eigentlich. Und hier die Vorderseite und die Rückseite haben eine Breite von 200 Pixel, 200, und eine Höhe von 300 Pixel. Und jetzt bringen wir sie erstmal horizontal ins Zentrum. Vertikal brauchen wir ja momentan nicht, passt. Nimmt ja die ganze Höhe in Anspruch. Jetzt gehen wir aufs nächste Pärchen. Und zwar das Pärchen links und rechts kommt jetzt. Und zwar ganz kurz, jawohl, und links und rechts braucht eine Höhe, hat auch eine Höhe von 300, weil es ja die linke und die rechte Seite. Nun, die Breite hier, das ist dann schlussendlich unsere Dicke vom Element. Und hier habe ich eine Breite gegeben von 20 Pixeln, also das wird die Dicke dann schlussendlich sein. Und so hoch müssen dann auch die oberen und unteren Seiten sein. Bringen wir sie ins Zentrum, also 50% negativ halber seiner Breite. Und jetzt kümmern wir uns noch um die obere und die untere Seite, das letzte Pärchen hier, O und U. Und die haben jetzt eine Breite, natürlich die gleiche Breite wie die DVD selber, die Vorderseite und die Rückseite. Und die Höhe ist die Dicke in dem Fall, genau gleich wie die Dicke, also wie hier für rechts und links, die Höhe nur, 20 Pixel. Und die bringen wir jetzt noch ins Zentrum, und hier natürlich dadurch, dass sie nicht die ganze Höhe in Anspruch nehmen, brauchen wir hier Top und Left, um die vertikal als auch horizontal ins Zentrum zu bringen. Und jetzt geht's los. Jetzt machen wir genau das Gleiche, also nach dem gleichen Schema. Jetzt bringen wir sie zu ihrer eigenen Position, wo sie schlussendlich hin sollen. Und zwar, jetzt kümmern wir uns zuerst um Top und Bottom, genau unten und oben. Also unten zuerst, was müssen wir machen? Die Unterseite soll natürlich nach unten schauen. Das heißt, sie soll zu uns herfallen. Also negativ, und zwar 90 Grad, damit sie dann nach unten schaut. Und dann zeigt ihre Vorderseite nach unten, und dann können wir sie hier runterbringen, halb die Höhe, weil sie ist ja momentan im Zentrum, und Transform Origin, also die Transformation, die Umwandlung, ist passiert im Zentrum, sie ist genau in der Mitte. Also Höhe von dem ganzen Ding ist 300 Pixel. Wir haben es oben definiert, also DVD ist 300 Pixel Höhe. Das heißt 150 Pixel da nach unten. Also wir rotieren es, dass sie nach vorne fällt, also auf der X-Achse. Vorne fallen ist negativ, negativ 90. Und dann soll es nach unten, 150 Grad. Und momentan nicht sichtbar, weil momentan zeigt die Dicke zu uns. Deswegen gebe ich ihr jetzt gerade
eine Transform Origin hier und Perspective sowieso auch noch, haben wir auch noch nicht definiert. Und zwar eine Origin, so dass wir von hier aus nun das Element betrachten. Und jetzt muss ich ganz kurz zurück nochmal. Ich habe was vergessen, weil wir haben ja unsere Elemente noch nicht ins Zentrum gebracht. Und zwar auf der Z-Achse. Und wir wenden es jetzt genau gleich schon an auf dem Elternteil, die einfachere Variante. Also, das Elternteil soll 10 Pixel in die Tiefe, weil die Dicke ist ja 20 Pixel. Und wenn sie in der Mitte sind, also im Zentrum, sind es nur 10 Pixel demzufolge. Also alles, das Elternteil, die Containerbox jetzt auf 10 Pixel in die Tiefe. Demzufolge, alle seine Kinder sind auch 10 Pixel in die Tiefe. Die Containerbox steht jetzt nur hier gerade raus, weil ich halt die Origin, den Blickwinkel geändert habe. Sonst wäre es ganz normal. Also, jetzt sind sie im Zentrum. Jetzt können wir anfangen. Und jetzt haben wir auch einen Origin-Wert geändert, damit wir nicht nur die Vorderseite sehen, weil wir brauchen ja einen anderen Blickwinkel, weil sonst würden wir ja wirklich nur die Vorderseite sehen und keine anderen Seiten. Also jetzt legen wir los. Die Unterseite noch einmal. Auf der X-Achse, sie soll zu uns herfallen, 90 Grad. Und dann von dort aus, dann schaut ja die Vorderseite nach unten. Und genau von dort soll sie dann runter. Also gehen wir es gerade an und momentan Transform Style Preserved 3D muss ich auch noch kurz, also weil wir ja Kinder jetzt hier umwandeln, wir haben erst aufs Elternteil Translate Z gemacht, also Preserved 3D, jetzt haben wir es, also unten, hier befindet sich's und oben, was müssen wir hier mit der machen? Die müssen wir nach hinten fallen lassen, damit die Vorderseite nach oben schaut und wir es genau mit 150 Pixel positiv dann Vorderseite betreffend nach oben bringen können. Also, wir brauchen 90 Grad positiver Wert für die X-Achse und dann wiederum 150 Pixel entfernt, also in dem Fall nach oben. Wir können jetzt gerade vielleicht mal ganz kurz nochmal nur die Rotation anschauen. Hier befindet sich's. Die obere Seite schaut nach oben, das heißt positive Werte für Translate Z bringen es nun weiter in die Richtung, genau in die Seite, wo die Vorderseite hinschaut, da gehen positive Werte hin. Und jetzt schauen wir uns, jetzt gehen wir auf die linke und auf die rechte Seite. Und die linke und rechte Seite müssen wir rotieren, und zwar rechts nach rechts, also auf der Y-Achse nach rechts positive Werte und 90 Grad natürlich. Und dann bringen wir es raus, und zwar die Breite, halbe Breite von dem Ding ist, die Breite war 200 Pixel, also 100 Pixel demzufolge. Also rechts Rotation auf der Y-Achse 90, dann zeigt rechts da lang und dann raus 100 Pixel, da befindet sich's. Und jetzt noch die linke Seite. Und zwar negativ, weil wir rotieren es nach links, dass die Vorderseite da lang zeigt. Und dann raus 100 Pixel und da befindet sie sich. Und jetzt noch schlussendlich die Vorder- und die Rückseite. Und konzentrieren wir uns vielleicht gerade ganz kurz auf die Vorderseite nur. Die ist momentan 10 Pixel entfernt von uns, im Zentrum momentan. Das heißt, sie muss nur 10 Pixel zu uns her. Das war's. 10 Pixel, Translate Z, 10 Pixel, Vorderseite positiv, Vorderseite kommt näher zu uns hin mit positiven Werten. Und jetzt noch die Rückseite, die wir eigentlich momentan gar nicht sehen. Aber was wir mit der machen müssen, vielleicht also, kommentieren wir gerade mal die Vorderseite aus. Was wir mit der machen müssen, wir wollen natürlich, dass es die Rückseite ist. Also die soll sich zuallererst einmal umdrehen um 180 Grad auf der Y-Achse im Zentrum und dann translate, und dann wird sie noch nach hinten 10 Pixel, weil sie befindet sich ja in der Dicke, in der Mitte. Also 10 Pixel noch von der Seite dann weg. Und das ist dann die Rückseite. Und das ist unser 3D-Element. Und dieses 3D-Element, das ist das wirkliche 3D-Element. Wenn wir es so lassen, wenn wir wirklich es nur erstellt haben, um es so zu betrachten, dann hätten wir das den ganzen Aufwand nicht machen müssen. Weil wir wissen ja, wir haben es letzte Woche gesehen, mit Schrägstellung können wir genau das gleiche erreichen. Mit nur drei Elementen, das linke Element schrägstellen, und zwar auf der Y-Achse oben unten, die obere und untere Seite. Und die auf der X-Achse für die obere Seite auf der X-Achse schrägstellen, hätten wir genau das gleiche erreicht. Das heißt, solche 3D-Objekte machen natürlich nur Sinn, wenn wir zu einem gegebenen Zeitpunkt das Element von einem anderen Blickwinkel aus betrachten. In der Regel, wenn wir dann Dinge animieren, über Zeit irgendwas machen damit. Wir könnten die DVD-Box öffnen lassen, da drin hätten wir ein anderes Element erstellen können und noch eine CD als Element, einen Kreis und dann die CD rausholen mit Animation und dann irgendwo in DVD-Player rein. Also viele Dinge können schlussendlich hier gemacht werden, aber es macht nur Sinn, wenn wir es wirklich animieren schlussendlich. Und das machen wir jetzt gerade. Und zwar einfach, wenn die Maus drüber fährt,
dann soll es animiert werden. Und wir animieren natürlich die Containerbox, die äußere und nicht die einzelnen Seiten. Warum die einzelnen Seiten rotieren, wenn es auf der Containerbox gemacht werden kann? Wir brauchen halt Preserve 3D dazu, was Internet Explorer nicht unterstützt. Und schlussendlich natürlich Hintergrundfarbe wahrscheinlich entfernen. Noch das letzte Beispiel. Und zwar, hier gehen wir jetzt noch neben, jetzt haben wir ein mehrseitiges Objekt gesehen, als erstes, dann ein quadratisches 3D-Objekt und jetzt noch in eine Pyramide kurz rein. Und wir haben ja schon gesehen, ich habe es jetzt bereits schon, den Setup gehen wir jetzt nicht mehr drüber, alles ins Zentrum zuerst und dann von der Stelle raus. Und solche Dreiecke haben wir ja gesehen, das sind einfach nur Fake. Eigentlich haben wir es ja hier immer noch mit Containerboxen zu tun. Wir können aber diese Dreiecke innerhalb dieser Containerbox, in diesem Quadrat, also erreichen,